probieren jetzt heute russische Produkte. Also zuerst probiere ich das Eis, Karamelleis. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das schmeckt, aber das ist was anderes mal als deutsche Eis. Ja. Also mal probieren. Das ist so eine. Das ist ein ähnliches Karamelleis. Also das muss ich mal gucken, wie das schmeckt. Habe ich noch nie probiert. Geschmacklich sehr gut. Ist halt ein bisschen anders wie deutsche Eis und so ähnlich wie McDonald's schmeckt das. Magst du das? Ist besser als deutsches Eis? Also ein bisschen besser, ja, von, weil es sehr nach Karamell schmeckt. Okay. Ja. Wie anders ist es als deutsches Eis? Also ist auch mit Konsensmilch, so wie ich es gelesen habe. Und es hat einen anderen Geschmack. Ja, und es ist sehr gut. Also, und das ist mit Waffeln oder? Ist mit Waffeln. Also es ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Es schmeckt auch sehr gut. Könnt ihr mal probieren, mal kaufen. Also interessantes Produkt. Als zweites Produkt ist immer so eine Teigtasche. Das sieht auch sehr interessant aus. Das probiere ich das erste Mal. Das ist russischer Teig. Muss man jetzt gucken, was da jetzt genau drin ist. Ich weiß es nicht so genau. Also ich bin am Schneiden. Halt was für die Kamera. Kann man gucken, das steht auch mit Ei drin. Das ist interessant. Ist sehr fluffig. Also ich probiere es mal, wie der schmeckt. Ja. Vom Geschmack her ist sehr gut. Da merkt man auch den Schnittlauchgeschmack. Ja. Gibt es ein ähnliches deutsches Produkt? Das habe ich noch nie probiert, das weiß ich nicht. Gibt es auch, aber ob das ist das gleiche, das habe ich noch nie so probiert, aber es schmeckt sehr lecker. Ja. Empfehlen. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch in Iran, oder? Ja, gibt's auch. Das haben wir auch, glaube ich, von den Russen gelernt. Genau. Das ist sehr, sehr lecker. Und das heißt nochmal? Pirashki, also bei uns. Pirashki oder Pirogi heißen die das auch, ich glaube, die Polen. Als nächstes so ein Süßgebäck, Chak-Chak. Also habe ich noch nie probiert, so wie Nudeln, ähnliches. Ja. Wenn das aufgeht am besten. Dann nehmen wir mal ein Stück. Also das sieht aus wie... Vielleicht mal vor der Kamera, ja. Das sieht aus so ähnlich wie Nudelform, ja. Also ja. Sehr interessant. Geschmacklich kann ich sagen, ich weiß nicht, was das ist. Also da ist auch... Schmeckt wie Süßgebäck eigentlich. Aber schmeckt's nicht? Ein bisschen süß. Ja. Aber trocken? Trocken, ja. Also ich persönlich... Ich weiß nicht, ob jemandem gefällt sowas, aber muss man auch probieren. Geschmack ist okay, ist halt ein bisschen süß. Kannst du es mit irgendwas vergleichen? Ich kann es vergleichen. Es gibt so ähnliches auch in Deutsche, auch so ähnliches Gebäck. Aber wie das die Name heißt, weiß ich nicht. Aber das schmeckt ungewöhnlich. Also es ist ein bisschen hart. Sieht interessant aus, aber geschmacklich ist okay, es ist sehr süß halt. Also ich habe jetzt Durst. Das ist traditionell irgendwie Erfrischungsgetränk, Vanillegeschmack. Russisches, also mit Zucker und Süßmittel da drin. Vom Geschmack her, ich probiere es mal. Also Vanille merke ich irgendwie nicht. Doch, vielleicht ein bisschen. Aber ist halt. Ist eigentlich interessant, ja. Ist ungewöhnlich, aber ist gut. Was würdest du es vergleichen? Es gibt auch so ähnliches, auch in. Habe ich mal in Netto gesehen, das ist so ähnliches Getränk. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie das heißt jetzt, ja, aber ansonsten ist es interessant. Vielleicht Ginger Ale oder? Ähnlich, ja. Gefällt dir es aber, oder? Ist ungewöhnlich, aber ist okay. Das letzte ist, glaube ich, noch eine Honigtorte, oder? Ja, so eine Honigtorte. Ja, da kann die Manja kann auch gleich probieren. Genau. Die Verpackung aufmacht. Oh, das sieht doch so groß aus. Das sieht so groß aus, ja. Das ist aufschlagende Creme. Vollmilch, also wie mit Zucker und Sahne, auf was pflanzliche Basis ist das. Ja. Halte ich auf. Also das ist ziemlich, kann man sagen, hart. Also sieht so aus. Ja. Okay. Also ich würde geschmacklich mal probieren, wie das schmeckt. Das ist auch mit Honig soll das sein. Schmeckt ein bisschen, sieht ja die Füllung. Füllung, ob es Creme ist, mit Schokolade, aber auf jeden Fall mit Honiggeschmack. Ja. Wie schmeckt es dir? Schmeckt sehr gut. Also ja. Das ist interessant. Mit Kaffee kann man das trinken, ich denke, das ist... Ist es sehr trocken oder ist es eher... Gib es noch einmal. Das geht, also so trocken ist es nicht. Das kann man essen, kann man lassen, das ist okay. Aber eher etwas mit Kaffee oder Tee, Kaffee, oder? Kaffee, ja. Kaffee, ja, mit Kaffee trinken, da ist auch Karamell. Gibt es was Ähnliches, was du denkst? Also bei den Deutschen habe ich noch nie gesehen. Also ist doch eher was Traditionelles, oder? Traditionell wusste ich, ja. Das ist Deutsch, bei Deutsch habe ich noch nie gesehen. Vielleicht gibt es das, aber ich habe es halt noch nie gesehen. Also ich gebe ja Note 5, meine persönliche Meinung.
Teigtasche ist auch sehr gut, sagen wir 8. Teigtasche 8, ja. 8 und für den Kuchen gebe ich 6. Auch 6, ja. Für die Getränke, weil es umgewöhnt, gebe ich auch mal 7. Ja? Also 7. Meine Bewertung, was ich geben kann. Der Eis würde ich auch, da gebe ich auch eine 8. Eis, ja. Ja, das, was dir am liebsten gefallen hat, war dieses Pirashi oder Pirogi. Genau, dann? Das war sehr gut. Und das Eis. Dann Eis. Die anderen waren okay? War okay, ja. Das war auch interessant. Also, das war's erstmal, unser ersten Eindruck von diesem russischen Supermarkt in Darmstadt. Ich werde euch die Adresse unten als Link werde ich euch schreiben. Und ja, wir können es jedem empfehlen. Okay, also, ja. Mein Schwager hat es auch empfohlen. Erstmal ein Dankeschön an meinen Schwager. Weil er ist ja sehr, Mal, ja? Er ist ja sehr schüchtern, aber er hat das sehr gut gemacht. Das war das erste Mal. Das war ein erstes Mal, dass er Essen getestet hat für mich. Ja, und Mania, was sagst du? Was sagst du zum Eis, Mania? Lecker. Lecker. Dankeschön. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.